Jo Leute, was geht? Freunde, heute war wieder im Briefkasten ein sehr merkwürdiger Zettel. Ich weiß immer noch nicht, was er genau bedeutet. Wir schauen uns den zusammen an. Und zwar habe ich diesen Brief erst vor kurzem im Briefkasten bemerkt und es ist irgendwie so eine Art griechisches Symbol dort zu sehen und da unten steht Hilfe. Ich versuche gerade herauszufinden, Leute, womit es sich genau auf sich hat, denn das ist ja so ein Zeichen. Und ich gucke mal kurz im Internet nach, Leute, was das eigentlich für ein Zeichen ist. Okay, Leute, ich habe es herausgefunden, dieses Zeichen soll Omega sein, also der Buchstabe Omega, und das hat mit GTA 5 etwas zu tun, und zwar stimmt, es gibt so einen Charakter, der heißt ja Omega. Und wenn da unten Hilfe steht, ist es vielleicht eine verschlüsselte Botschaft an uns, dass Omega, der Charakter, Hilfe von uns braucht, weil er in einer Notsituation vielleicht ist. Also gut, Leute, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Wir fahren direkt mal hin. Ich weiß nicht genau, wo Omega nochmal wohnt. Ich glaube, das war irgendwo in Blaine County, aber ich war da irgendwie nie mehr an dieser Location, muss ich sagen. Es kann sein, dass es hier vielleicht irgendwo in dem Gebiet war. Wir gucken uns mal zusammen um. Boah, Leute, ich suche gerade die ganze Zeit dieses Camp, wo sich das befindet. Aber ich fahre hier die ganze Zeit um die Stadt. Also ich sehe irgendwie, Leute, ich suche hier die ganze Zeit Blaine County schon ab, seit Minuten immer noch nichts gefunden. Wartet mal kurz. Ich glaube, Leute, ich habe es gefunden. Oh mein Gott, was passiert da hinten? Oh, oh mein Gott. Leute, das ist doch dieser Omega. Das ist dieser Charakter. Und ich glaube, FIB. Ist das FIB? Und noch so andere, Leute. Also ich glaube, ich soll ihm mal helfen. Okay, dann was machen wir? Das ist sein geheimes Versteck. Und ihr wisst ja, Omega ist immer der Charakter mit diesen merkwürdigen Alien-Experimenten. Okay, dann werden wir Folgendes probieren. Wir werden versuchen, alle mit einem Schuss zu treffen. So werden wir am wenigsten Risiko haben. Wir probieren es mal, Leute. Ob das funktioniert? Wir probieren es mal, Leute. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, nein! Oh, oh, der eine lebt noch! Oh. Okay, wir haben es geschafft. Alles klar. Boah, das war echt noch letzte Sekunde, bevor er verhaftet wird. Was hat denn der gemacht? So, Omega, ich habe dich gerettet. So, ich habe deinen Brief erhalten. Du brauchtest Hilfe. Oh mein Gott. Erstmal müssen wir das Ganze hier wegmachen. Ich glaube, das FIB wird noch Nachschub liefern. Danke für die Rettung, Franklin. Das FIB ist hinter mir her. Sie suchen meine Schatzkarte für eine super geheime Superwaffe. Ich habe sie gebaut und das FIB ist auf der Suche danach. Da sie bei dir besser aufgehoben sein wird, gebe ich dir den ersten Hinweis, wo du die Superwaffe finden kannst. What? Okay, eine neue Waffe in GTA 5, die es vorher noch gar nicht gab in dem Spiel. I'm ready. Klettere auf eine Leiter und du findest die Antwort. Ich hoffe, du findest das Versteck vor dem FIB. Ah, okay. Jetzt wird mir dieser Ort hier markiert. Da müssen wir hin. Das ist ja gar nicht mal so weit weg. Da kommen wir voll entspannt hin. Ist das nicht dieser alte Windpark? Okay, wir gehen dann mal, wir fahren direkt mal hin. Oh, ich bin so gespannt, Leute. Eine komplett neue geheime Superwaffe. Und wenn das FIB da schon hinterher muss, dann muss das eine wirklich sehr, sehr mächtige Waffe in GTA 5 sein. Und die wollen wir auf jeden Fall selber uns holen, ne? Die wollen wir nicht dem FIB anvertrauen. Wir wollen die selber haben und dann testen wir die auch mal aus. Okay, also ich muss auch sagen, das muss schon wirklich etwas sehr, sehr Heftiges sein. Okay, wir sind an dem Ort jetzt angekommen. Es sind diese gesamten Windparks. Also hier sind so viele Windräder. Und wir müssen eine Leiter hochklettern. Und ich kenne nur eine einzige Leiter, die hier ist. Und zwar ist es von einem Windrad, das gerade erst gebaut wird. Und man sieht auch schon da direkt den Zugang zu dieser... Oh, wow. Das war gruselig. Das war einfach so eine Grube. Okay, Leute. Und an der Stelle, Leute, auch gerne, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst gerne auf diesem Kanal jetzt gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Und vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren. Lasst uns mal auf diesem Video zusammen, Leute, 5000 Likes schaffen. Und wie gesagt, ich verlose auch einen von diesen Huggy-Wuggies, Leute. Also checkt gerne den Zweitkanal ab. Dort kriegt ihr auf jeden Fall die Anleitung, wie ihr daran teilnehmen könnt. So, hier ist es. So, dann klettern wir doch... Wow, Moment mal kurz. Oh nein, 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 nein. Nein, Leute. Das FIB ist mir so vorgekommen. Die sind irgendwie auf diese Location gekommen. Das kann nicht sein. Okay, also wir müssen uns beeilen, Freunde. Das hier ist wirklich ein Rennen gegen die Zeit, um die Zeit. Okay, was wird uns oben erwarten? Ich hoffe mal, dass da immer noch dieser Hinweis da ist. Puh, hoffentlich ist der Hinweis noch da. Wir schauen mal, ob dort noch jemand liegt. Sieht nicht so aus, als würde da noch jemand liegen. Aber... da ist etwas. Oh, es ist schwierig zu erkennen. Okay, so wie es aussieht, liegt dort bereits eine Waffe. Und das ist keine, die ich normal in GTA 5 kenne. Oh, oh. Vorsicht, Franklin. Oh, der Typ ist also runtergefallen. Jetzt verstehe ich. Oh, mein Fallschirm fällt runter. Ich hoffe, dass wir es gleich heil nach unten schaffen. So, wir sammeln die. Oh, Leute, was haben wir aufgesammelt? Einen Flammenwerfer. Den gibt's gar nicht in GTA 5. Die Waffe gibt's gar nicht in dem Spiel. Oh mein Gott, sollen wir die mal testen? Wow, wie cool. Oh mein Gott.
Ist das nice. Aber wartet mal kurz. Das ist ja nicht die Waffe, nach der wir suchen. Das ist ein Bonus. Das heißt, es gibt noch eine zweite Waffe. Okay, 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 Leute. Oh, nein, 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 nein. Vorsicht, Vorsicht. Das Papier. Wir wollen das Papier nicht anbrennen. Wir wollen erstmal lesen, was auf diesem Papier draufsteht, Franklin. Dann kannst du Feuer freimachen. Okay, okay. Mir wird hier ein Bild gezeigt und ich glaube, dieses Bild zeigt das Geheimversteck, wo es versteckt ist. Also wir sehen hier, ist es Bristols. Es ist das Bristols. Okay, merken wir uns. Und unten rechts seht ihr es, da steht folgendes. Elysian Island. Elysian Island. Ist es nicht einer dieser Hafengebiete? Wir gucken mal nach auf der Karte, was da steht. Elysian Island, Pazifik. Elysian Island, Place. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Okay, doch, das ist es eigentlich. Elysian Island, ja, doch. Es muss hier sein. Das ist auf jeden Fall Elysian Island. Okay, dann suchen wir einfach mal nach diesen Bristols, nach diesem Laden. Das musste eigentlich schon das Geheimversteck sein. So, okay, Franklin, aber wir machen jetzt erstmal ein bisschen Action. Wow, erstmal hier alles abbrennen, Leute. Junge, das ist so cool. Wir testen das einfach ausgiebig gerne in Los Santos aus. Okay, wir probieren mal. Leute, was passiert mit unserem Auto, wenn wir drauf... Okay. Wow, 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 stopp, 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 stopp. Boah, es funktioniert, es funktioniert. Zwar nicht auf Autos, aber immer noch Personen. Nimm das, jo, genau, wow. Okay, das Auto ist auch noch mitgeflogen. Alter, das ist schon sehr heftig explodiert. Naja, immerhin, hier ist eine Feuerwehrstation direkt um die Ecke. Perfekt, da sind keine Feuerwehrfahrzeuge. Also kann von dort aus jetzt momentan niemand kommen. Na gut, okay. Wir gehen jetzt direkt mal dorthin auf diese Elysian Island, Leute. Wir haben keine Zeit. Wir müssen uns beeilen. Wir sind im Wettrennen mit dem FIB um diese super Geheimwaffe. Es scheint also so, als hätten sie vielleicht Wind davon bekommen. Nein, oh mein Gott, es ist so dumm. Leute, ich war so dumm. Ich hab den Zettel dort liegen lassen. Ich hätte ihn mitnehmen sollen. Jetzt ist der Safe weg. Das FIB kannte ja diesen Ort schon. Jetzt wissen die bestimmt, wo wir hin müssen. Na gut. Hoffentlich sind wir wenigstens die Ersten, die diese Location erreichen. So. Okidoki. Dann sind wir gleich da. Okay, jetzt sind wir auf Elysian Island. Wir müssen also nach diesen so Containern suchen. Puh, wo könnte das sein? Wo könnte das nur sein? Nee, hier ist es schon mal nicht. Okay, ey, wir fragen mal die Person dort. Ey, entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht, wo das Bristols ist? Kann ich das irgendwo finden? Die Richtung? Da? Okay, danke schön. Okay, dann gucken wir mal. Wir schauen mal nach, ob wir hier das Bristols finden können. Oh, da. Ich seh's. Ich seh's, Leute. Hier, das Bristols. Mach mal ein Foto. Franklin, komm. Hier, Leute, hier seht ihr's. Da steht es. Bristols. Was? Irgend so eine. Ein Lagerhaus. Wahrscheinlich von Coca-Cola. Ein Coca-Cola-Lagerhaus haben die hier. Okay, also wir sind jetzt beim Bristols angekommen. Aber wo finde ich diese geheime Waffe? Aber immerhin, Leute, es wirkt so, als wären wir nicht der Erste hier. Also wir sind definitiv nicht der Letzte. Wir sind der Erste, glaube ich. Oh, und hier ist genau das... Moment, wir holen nochmal das Bild raus. Ja, es sieht... Ja, es ist genau der Ort. Okay, dann heißt es, Leute, wir sind da. Lasst uns mal hoffen, dass wir wirklich die Ersten sind, die diesen Ort betreten. Okay, dann gehen wir rein. So, Bristol Storage. Alles klar, das ist doch schon mal gut. So, hier muss man einfach reingehen und das ist das Geheimversteck. Okay. Dann, Leute, lasst jetzt gerne auf diesem Kanal alle jetzt ein Abo da, damit wir diese Location jetzt öffnen. In 3, 2, 1 und... Wow, es geht auf, es geht auf. Oh. Hä? Was ist das denn? Leute, hallo? Das ist einfach... Es ist ein leerer Raum. Es ist einfach ein leerer Raum. Ich muss hier was übersehen. Das kann nicht sein. Das kann kein leerer Raum sein. Ich habe vielleicht irgendein Detail übersehen. Ah, okay. Autositze. Vielleicht liegt es ja hier irgendwo. Gibt es hier vielleicht eine geheime Tür oder so? Ah, Mann. Wartet mal kurz. Oh, Leute, ich sehe da was. Guck mal. Hält euch da was auf? Da ist ein Lüftungsschacht. Hier endet dieser Raum noch nicht. Und auch auf der Minimap müsste dieses Lager eigentlich viel größer sein, als es wirkt. Hier wird irgendwas vor mir versteckt. Irgendwas wird hier versteckt. Da hinten kann man da reinklettern? Ich weiß nicht, Franklin, du bist zu klein dafür. Du kannst es nicht. Nee, schade. Ich meine, wir sind zu groß dafür. Mann, Leute, das kann nicht sein. Ich verstehe das nicht. Wie komme ich denn hier rein? Ich guck nochmal. Ich weiß nicht, irgendwas ist hier merkwürdig. Wir gucken mal. Guck mal, wie groß das ist. Das müsste doch viel größer sein. Das kann unmöglich sein, dass es nur dieser kleine Raum ist. Wir übersehen hier etwas. Vielleicht kommt man über dieses Rohr hinein oder über die Leiter. Ich sehe nicht, aber es ist groß. Guckt euch das an. Vor allem, da läuft etwas. Ich weiß nicht, wir gucken nochmal rein. Wir sind immerhin die Ersten. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass wir die Ersten sind. Aber vom FIB ist bisher gar keine Spur. Okay, so. Wir testen mal Folgendes aus, Leute.
Vielleicht ist ja... Na gut, mit Flammenwerfer kann ich es jetzt nicht machen. Wait, wait. Oh oh. Wartet mal kurz. Da kommt ein Licht aus der Wand. Da kommt Licht, Leute. What? Oh mein Gott. Was? What? Oh mein Gott, das ist ja übelst krass. Das ist ja wohl das heftigste Versteck, was es jemals gab. Junge, das ist so gut versteckt. Wir haben das geheime Versteck gefunden. Let's go. Okay, dann gehen wir mal rein. So, okay. Leute, es kann sein, dass wir aber... Wir haben immer noch nichts gefunden. Wir haben immer noch nichts gefunden. Wow. Oh, ist das schön. Alter, sieht das schön aus. Guckt euch das mal an. Hier ist ein Hai sogar drin. Irgendjemand muss dieses Haus hier gehören, dieses Versteck. Das sieht für mich wie der Bürobereich aus. Hier haben wir auf jeden Fall... Ey, das ist so nice. Ein eigener Kamin, den sie hier haben. Davon kommt auch dieser schwarze Rauch, den wir gerade gesehen haben. Das kam direkt aus diesem Kamin. Leute, Ich finde die Waffe immer noch nicht. Wo ist sie denn? Hier ist jedenfalls nichts in der Wand. Da sieht man nur ein bisschen Geld. Nee, aber sonst nichts. Einfach nur Geld. Ah, ich weiß es nicht. Die verstecken was vor uns. Ist das hier eine Geheimtür? Oh, das ist eine Geheimtür. Eine Geheimtür hinter der Geheimtür. Hinter der Geheimtür. Und noch eine Geheimtür. Boah, Leute, mehr Geheimtüren gibt es ja wohl nicht. Das ist zu krass. Also wie geheim wollen die das bitte noch machen? Das ist zu krank. Wow. Okay, okay, okay. Leute, das ist ein Labyrinth. Das ist einfach ein Labyrinth. Wo sind wir hier? Wow. Das ist so ein geheimer Planungsraum. Hier kann man alles Mögliche machen. Hier haben sogar Spielkarten. Wisst ihr was? Wir müssen diese Basis selber mal für uns verwenden. Aber ich weiß nicht, wer der Eigentümer ist. Und wenn das FIB von dem Ort schon erfahren hat? Ich hoffe mal nicht. Ja, wir werden mal sehen. So, was ist hier noch drinnen? Okay, das ist, glaube ich, der zweite Raum. Yep, das ist der zweite Planungsraum. Hier fehlt aber noch ein Equipment für Computer. Und ich gehe mal davon aus, das muss jetzt der super geheime Raum sein, Leute. Das muss jetzt der super extravagante Geheimraum sein. Okay, Leute, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Wir wissen nicht, was sich hinter diesem Raum befindet. Es kann alles sein. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Okay, Leute. Oh, okay, okay, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Oh, der hat die, der hat die, der hat es. Leute, er hat diese Waffe. Er hat sie gerade gedroppt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin ready. Ich bin sowas von ready, Leute. Wow. Oh mein... Oh. Ich habe gerade gedacht, ich falle hier runter. Aber können wir mal kurz sagen, wie cool bitte ist dieser Raum? Leute, lasst dafür mal ein Like da. Das ist ja absolut krass. Wahnsinn, wie schön das aussieht. Hier noch mit einem Plakat von Los Santos bei Nacht und Blaine County in Kombination. So, ich habe die Waffe aufgesammelt, aber wir werden die nicht hier drinnen benutzen. Wenn wir das machen, ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass wir das Gebäude in die Luft sprengen. Wir werden es jetzt draußen mal testen, aber ich kann sie ja schon mal rausholen. Wow, guckt euch das mal an. Was ist das? Leute, sind wir in der Zukunft angekommen? Was ist das für ein Ding? Wow. Also das werde ich definitiv nicht hier in diesem Raum abschießen. Das ist zu heftig. Was für ein Ding ist das? Okay, wir gehen damit ganz entspannt raus und experimentieren damit erstmal draußen rum. Ne? Also wir wollen ja nichts überstürzen. Dann gehen wir mal hier raus. Dann gehen wir durch die nächste Tür. Bisher, Leute, vom FIB immer noch gar nichts gehört. Also alles entspannt. Aber ey, einmal wirklich Props dafür, wie gut das hier versteckt ist. Daran hätte ich echt nicht gedacht. Aber immerhin, ich habe es irgendwie noch herausgefunden, dass hier ein geheimer Raum ist. So, jetzt sind wir draußen, Leute. Wow, okay. So, seid ihr mal ready? Ich glaube, ich schieße mal hier auf die Brücke. Wir gucken mal, was passiert. Wir gucken mal, was passiert. Yo! Okay. Okay. Und? Okay. Passiert jetzt was noch? Oder? Ja, das gibt eine Explosion. Oh mein Gott. Das war nice. Okay, wir gehen damit mal in die Innenstadt. Leute, wir haben es gefunden. Hinter diesem geheimen Versteck. Hättet ihr gedacht, dass da was krass Gutes versteckt ist? Also ich nicht. Ich auf gar keinen Fall. So, ich würde sagen, wir testen das Ganze mal einfach bei unseren Kollegen bei der Grove Street, ja? Und zwar sind dort die Ballers hier, ne? Ja, wollt ihr Stress machen? Wollt ihr Stress? Hier, ich hab nämlich was. Zack, Junge. Zack. Das habe ich. Das ist das erste. Oh, jetzt, Leute, ich habe Gangkrieg angezettelt. Okay, Leute, jetzt geht's los. Let's go. Wow. Alter, ist das eine krasse Explosion. Okay, nochmal. Wow. Und bam. Alter, wie krass das explodiert hier. Ich mache das nochmal gegen ein Auto. Wow. Oh. Das war's. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Oh, auf Wiedersehen, mein Freund, mit deinem Auto.
Wow. Und ihr seht, Leute, ich kann nicht die ganze Zeit damit schießen. Vielleicht muss ich irgendeinen Knopf oder so drücken. Aber oben ist so eine Aufladeleiste. Und wir gucken mal, können wir vielleicht... Wir werden auch gleich probieren, ob wir einen Zug damit zerstören können. Oder ob wir Michaels Haus damit zerstören. Wir werden das alles mal raustesten, Leute. Ich schieße damit erstmal auf den Maze Bank Arena. Und ich weiß nicht, ob da was ankommt. Es braucht echt lange, bis es anfliegt. Aber ich glaube, kommt es an? Ja, es ist angekommen. Ich habe nur einfach gefühlt 20 Sekunden gebaut. Okay, wir schießen jetzt mal auf den Boden. 3, 2, 1, wow! Oh, $13. Danke dafür. Ist eine Glückszahl. Let's go. Boom. Habt ihr das gesehen? Da gab es so fliegende Teile. Nice. Hui. Oh, ist das cool. Das ist zu heftig. Nochmal. Let's go. Einfach alles kaputt. Alles kaputt. Wow, sogar Franklin Shepherds einfach weg. So, Leute, Müllentsorgung leicht gemacht. 3, 2, 1, boom. Ja, Mann, so entsorgt man den Müll. So, jetzt habe ich sauber gemacht. Ich habe hier sauber gemacht. Ich mache mal den Zaun hier weg. Oh. Er ist nicht weg? Ah, okay, ist ein unzerstörbarer Zaun. Da ist die Feuerwehr. Ja, wir machen die gleich richtig fertig. Wir gehen damit jetzt in die Innenstadt und wir gucken mal, was alles passieren wird. So, Hallöchen. Habt ihr Bock auf... Wie viele Autos habe ich jetzt mit einem Schuss zerstört? 1, 2, 3. Okay, ist immerhin ein ganz guter Wert. Aber wir können das noch aufstocken. Und zwar 1, 2, 3, 4. Und der LKW da hinten sollte auch noch betroffen werden. So, und let's go. Wie cool ist das? Habt ihr gesehen? Ich habe diesen LKW zerstört, obwohl ich da ganz anders hingeschossen habe. Alles klar, Junge. Das ist, wow. Einmal kurz im Replay sehen. Was habe ich da gerade gesehen? War das ein fliegendes Auto? Ich habe keine Ahnung, was ich da gesehen habe. Aber es ist irgendwie voll weird gewesen. Es ist voll merkwürdig. Bam! Und Franklin kriegt so einen kleinen Schockanfall, muss man sagen. Ich glaube, das ist noch so eine EMP mit Elektroschock-Feature. Ah, Michael DeSantis, es tut mir so leid, was ich jetzt alles machen muss. Es tut mir wirklich leid, aber wir probieren es jetzt. Let's go! Oh mein Gott, dieses Haus muss aus Titan sein. Es geht einfach nicht kaputt. Aber wie krass. Alter, kann man damit rein? Ich probiere mal irgendwie dort versuchen reinzuschießen. Vielleicht klappt das ja. Wir probieren es mal. Oh. Wow. Okay. Ich glaube, ich habe damit signifikant viel Zerstörung. Ja, die Couch ist kaputt. Ja, der Stuhl ist kaputt. Die Wand hier ist noch heile. Die kann man kaputt machen. Okay. Yeah, was geht, was geht? Ja, ich habe eine Überraschung für euch. Die ist vielleicht etwas, was euch nicht gefallen würde, aber tschüss! What? Okay. Huh? Ich wollte sagen, sind die pulverisiert worden? Nein. Da, Jimmy, Amanda. Ich hoffe, euch geht's gut. Wo ist Tracy? Wo ist sie hingeflogen? Oh, da. Da in die Ecke. Ja, die ist direkt in die Küche reingeflogen. Michael war offensichtlich nicht zu Hause, ne? Sonst hätte er mich direkt angerufen, was ich hier eigentlich mache. Oh, Mann, ey. Die Feuerwehr. Wow. Feuerwehr macht hier ein bisschen zu viel Action, ne? Probier mal damit jetzt zu schießen. Aber ich kann nicht öfter als einmal. Es ist irgendwie... der hat immer so eine Nachladezeit. Das heißt, in der Zwischenzeit können wir, Leute, statt Double Pump, wir können dann Flammenwerfer machen, switchen dann zur nächsten Waffe, machen wieder den hier, machen den hier weiter, dann machen wir wieder weiter. Und so, Leute, das ist so absolute Speedrun-Mechanik. Macht am besten Flammenwerfer mit dieser Ultrawaffe kombinieren. Ja, ich wollte gerade den Feuer löschen, aber ich mache einfach Feuer weiter. Feuer frei, Junge. Bam. Und let's go. Geht alles gleich kaputt. Die ist ein bisschen langsam, das muss man schon sagen. Aber was für eine Explosion da hinterlassen wird. Das ist zu krass. Ich meine, guckt euch das an. Die Tür, die wird jetzt weggesprengt. Die Tür ist jetzt offen. Ich habe sie offen gebogen. Ich habe sie einfach kaputt gebogen. Und wisst ihr, was das Allerbeste ist? Ich kriege einfach keine Sterne dafür. Wenn ich was anderes benutzen würde, ich kriege sofort Sterne. Aber bei dem Ding, nö, kriege ich nichts. Gar nichts. Oh, tschüss, mein Freund. Tschüss. Oh, Junge, das ist so eine coole Waffe, Leute. Das ist einfach die beste in GTA 5. Ich meine, guckt euch dieses Biest mal auch im First-Person-Modus an. Guckt euch das mal an. Das sieht zu krass aus. Schleudert erstmal so ein Projektil. Ah, das Auto ist nicht ganz kaputt. Okay, wir werden das ändern. Let's go. Oh, wo fliegt...
Oh, Junge. Wo ist das denn hingeflogen? Wo ist das Auto hin? Ah, da. Wow, es ist voll weit geflogen. Es ist richtig weit geflogen. Wir müssen mal so eine neue Sportart machen. Nennt sich Fußautoball. Also das Auto ist der Ball und wir müssen es in Tore reinschießen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Okay, Leute, aber ich würde sagen, Franklin, behalt das Geheimnis erstmal für dich, ne? Also nicht zu viel Action machen. Wobei, wir haben jetzt, glaube ich, Michaels Haus und seine Familie komplett in die 9. Dimension befördert. Aber Leute, ich würde an der Stelle sagen, wir beenden das Video hier. Wir haben einfach 2 neue Waffen heute in GTA 5 gefunden und diese letzte Waffe und das neue Geheimversteck. Absolut heftig. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr auf jeden Fall mehr sowas sehen wollt. Und vergesst nicht gerne den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos. Wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao.